Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Retro-Unboxing und zwar zu Hellboy. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich habe hier noch eine ganz alte Hellboy Director's Cut Limited Edition. Noch auf DVD. Hellboy, muss ich nicht viel sagen zu dem Film. Top, oder? Schauen wir uns mal hier die Verpackung an. Sieht doch geil aus, ja. Schön, hier sieht man den Hellboy. Schöne Büste. Ich finde, die ist auch richtig geil. Hier sieht man den Film. Rückseite sehen wir nochmal den Inhalt. Ja, hier sieht man das kleine Schaufenster. Von oben haben wir hier auch so Hellboy und kleines Sichtfenster. Cooles Logo auf jeden Fall. Auch die Verpackung an sich so cool gemacht. Aber würde ich sagen, packen wir das Ding aus. Boah, Film raus. Wie gesagt, die Büste finde ich richtig geil. Könnte ein bisschen größer sein, aber von der Verarbeitung, Qualität ist der wirklich richtig gut. So, aber kommen wir erstmal hier zum Film. Wie gesagt, zu Hellboy muss ich nicht groß was erzählen, der ist schon geil. Der zweite Teil war auch noch ganz cool. Würde mich gern freuen, also würde gerne mal eine Fortsetzung sehen. Ja, hier Rückseite ist so eine Hardbox, eine etwas größere, also dickere meine ich. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Haben wir hier den Film noch mit Bonus und so weiter. Wie gesagt, haben wir hier noch ein paar zusätzliche Sachen drin. Wie gesagt, insgesamt sind es 3 DVDs. So, wir haben nämlich hier noch Comics drin. Mal hier, Hellboy, das ist das Experiment des Dr. Karp, was weiß ich. Und ja, die sind ziemlich dünn, das ist, ja, sind aber gut gemacht, sind auch in Deutsch. Dann haben wir noch die, Penangalan, oh Gott, was ist das denn, kann ich nicht mal aussprechen. Ja, auch ein ganz dünnes Comic hier. Aber wie gesagt, auch gut gemacht. So, da haben wir hier natürlich noch wieder so ein kleines Begleitheftchen, wo halt, was heute leider nicht mehr dabei ist, sowas würde ich mich wünschen, mal jeder Blu-ray oder so dabei zu sein, so ein kleines Infoheftchen. Ja, sowas hat man ja heutzutage bloß noch in Mediabooks. Ja, das ist nochmal beim Film dabei. Dann haben wir hier noch so ein zusätzliches Heftchen. Das ist sozusagen, es geht ja in diesem Film, glaube ich, um so ein Buch. Und ja, und damit diese Dings beschwört, ist so ein bisschen auf alt gemacht hier, mit die Ecken abgekantet hier und so. Ja, ganz okay. Und dann gibt es noch ein Zertifikat zu, weil es ja limitiert das Ding auf 5000 Stück. Und ich habe die Nummer 447. Ja. Jo, dann kommen wir noch zur Büste. Die ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Die sieht wirklich, also von der Detailgrad her ist sie wirklich super. Also wir haben hier unten auf dem Sockel hier schön Hellboy eingraviert. Wir haben hier dieses Logo. Auch nochmal schön wie so eine Platte hier vorne drauf auf dem Sockel, der auch gut aussieht. Ja, man sieht hier schon die ganzen, auch hier mit diesen, wie hieß nochmal seine Knarre, die hatte doch einen Namen, ja. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber hier auch mit diesen Bändchen unten dran an der Knarre. Wir haben hier die Waffe sehr detailliert. Ja, hier ist ein Anzug, auch das Gesicht, die Hörner hier oben. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also es ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Büste. Hier auch nochmal das Logo, alles. Sieht ihr auch die Haare, das ist gut bemalt, alles. Also das Ding ist wirklich geil. Ja, hier. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also wenn ihr die mal irgendwo nochmal seht, günstig bei eBay oder so, schlag dazu. Also es ist wirklich ein geiles Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier unten auch noch, ja, steht eigentlich drauf, exklusiv DVD Collectibles Collection Büst. Das ist ja von Sideshow. Made in China. Das ist ja, siehst du, Sideshow Collectibles steht hier unten drauf. Also wirklich darum auch eine richtig gute Qualität. Das ist wirklich ein super Ding.
Ja, dann soll es das auch an dieser Stelle gewesen sein. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr den Film so fandet oder diese Edition hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch mal einen Daumen nach oben geben. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr mir unten schreiben, wieso nicht. Ja, damit ich da was ändern kann. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.